Den zwölften Gruße und herzlich willkommen zurück zu Schicksalsklinge HD. Ich habe mir das Video von 131, also das zwei davor, jetzt davon angeschaut, wegen der langen Pause, weil ich so viel nicht mehr wusste. Und wir hatten da den Kampf gegen den Meister und dann ist mir auch wieder gekommen, daher auch der Fuchsgürtel und dergleichen, den wir da bekommen haben. Diesen tollen magischen Gürtel, coole Sache. Den Ring, wo wir leider noch nicht wissen, was der kann. Ein auffälliger Silberschmuck. Tja, der ist magisch, aber hat keinen spürbaren Effekt. Weiß er nicht, was da los ist. Wir können auch nur einen davon anziehen. Keine Ahnung. Kann nicht genau sagen, was der macht. Wir behalten ihn einfach erstmal da. Und dann habe ich geschaut, in dem Kampfvideo haben wir sehr viele Gegenstände bekommen. Und zwar diese Robe, einige Tränke, dieses Alchemie-Set, die Kristallkugel, diesen goldenen Stirnreif und diesen Goldschmuck. Die sind aber alle nicht magisch, das habe ich jetzt schon bei Ferjaria mal durchgecheckt, ob da irgendwie was war. Ansonsten haben wir noch so ein paar Tränke und dergleichen bekommen. Müssen mal schauen, hier auf die Waffen müssen wir mal darauf achten, dass die wieder alle ganz sind und dergleichen. Der ist unzerbrechlich, müssen wir uns keine Sorgen machen, auch unzerbrechlich. Orknas ist auch unzerbrechlich. Wenige Kratzer, besser reparieren geht nicht. Ja, wir haben also nur bei Odin und Joe müssen wir aufpassen, dass die Waffen nicht kaputt gehen. Dann lasst uns doch mal, hier in diesen Laden reingehen. Und wir haben eine neue Quest bekommen für diejenigen, die das nicht gesehen haben, das letzte Video. Wieder etwas, was es nicht gab in der Hauptversion. Bei Lunka Reiter in Nöten kam einfach auf uns zugerannt und hat gesagt, hier, wir brauchen Hilfe in der Wechselstation in Torval. Sollen wir doch mal bitte hinkommen. Das werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Wir müssen da sowieso dran vorbei. So, du hast jede Menge Waffen, aber wir haben ultra viele Waffen. Waffen brauchen wir auf keinen Fall, aber wir können was verkaufen. Und zwar, da wäre das hier, hoch, Doppelklick, diese Kristallkugel, dieses Alchemie-Set, diese Elorubbel, die wiegt 200 und hat keinen weiteren Nutzen. Das kann die normale Robe auch. Im zweiten Teil ist das, glaube ich, anders. Bin mir aber nicht sicher, will nichts Falsches sagen. Ja, die ganzen magischen Gegenstände behalten wir erstmal. Und mit den Schriften muss ich mal gucken. Die werde ich jetzt bald alle mal wegwerfen, wenn wir durch die Hauptstory durch sind. Da wäre es sehr nett, wenn ihr mal mir in die Kommentare schreiben könnt, was ich denn unbedingt an Schriftstücken noch irgendwie behalten muss. Was unbedingt wichtig ist. Hochwirksames Mückengift. Ich glaube, das ist erst im zweiten Teil wichtig. So, Waren verkaufen. Ja, handel mal was. Fex sei mir gnädig. Na klar, hier 5. Ach komm, ihr seid ja fies. Na dann nimm. Mir doch egal. Raus hier. Geizkragen. So, dann wollen wir mal weiterziehen. Habt ihr hier noch ein Pack Esel für mich? Ich nehme nämlich gern noch einen. Markstandwaffen. Gemischt, das ist gut. Oh, ihr habt einen weiteren Pack Esel, der auch gar nicht so teuer ist. Ja, kauf mal. Falsch mal. Ha! 35%, nicht schlecht, Herr Specht. Supi, jetzt haben wir einen dritten. Und da werde ich nämlich dann die ganzen Schreiben mal hin. Brauche ich das Schreiben von Yadra nochmal? Das wäre eins. Bitte schaut mal rein und sagt es mir mal. Vielleicht, wenn jemand vom Crystal Forum oder dergleichen zuguckt, die sich da sehr gut auskennen. Ach, den Goldring haben wir nicht verkauft. Naja, den hätte man echt verkaufen müssen. Rein damit. Ja, magische Gegenstände tue ich da mal nicht rein. Und hatte gelesen, dass mal irgendwie was verloren geht. Auf einmal ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Aber nicht, dass es dann auf einmal doch weg ist. Wichtiger Gegenstand. Lobpreisung. Lobpreisung brauche ich die noch. Schreiben von Yadra brauche ich das. Das
könnt ihr mir mal sagen, ob wir dieses Moskitoöl, dieses Rezept, ob das wichtig ist für den zweiten Teil oder so. Keine Ahnung. Was haben wir noch für Schreiben? Achso, hier haben wir das Bote Aufzeichnungen. Schwächen gängigen Schiffstypen, wahrscheinlich zusammengetragen, neuen Steigern ein Stück Piraterie zu erleichtern. Wir haben es mal Odin gegeben, da er der Schiffskundige ist. Rezept für filialer Feuer können wir kopieren. Ist uns bereits bekannt. Ja, dann ist es auf jeden Fall weg. Ein Platz weniger, das ist gut. Hier haben wir einen Zettel. Kommt zum Hörerhof. Es wurden mehr Häscher ausgesandt, bla 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 bla. Der Meister, den haben wir besiegt. Meiner Meinung nach ist es dann dann gewesen. Ist das wichtig noch für irgendeinen Beweis? Kann ich es wegwerfen? Weiß man bei so Spielen nie. Ich habe das Schuldbuch. Das kann man irgendwo, glaube ich, noch hinbringen. In Ottaje, genau. Seekarte habt ihr eine Piratenhöhle. Ich glaube, wenn wir da nochmal hingehen. Wir haben den schon besucht gehabt, war das Problem. Ich glaube, ich kann es auch wegwerfen. Seekarte habt ihr eine Piratenhöhle gefunden. Ihr könnt Buchstaben wohl lesen, habt aber keine Ahnung, was der Verfasser damit sagen will. Es handelt sich um eine Seekarte einer euch unbekannten Gegend. Ist das nochmal wichtig für irgendein späteres Add-on? Wir lassen es mal hier bei ihm. Ja, Mitgliederliste des Namenlosen? Keine Ahnung, ob man die Nummer braucht. Schiffsurkunde, dass sie ein Eigner sind. Müssen wir das irgendwann mal beweisen. Weil das nimmt mir alles Platz weg. Und es wäre nett, das zu erfahren. Empfehlung schreiben. Na. Eigentlich, meiner Meinung nach, da wir alle Kartenteile haben, genau wie das hier für die Nebenquests, Vollmacht des Hetmans, brauche ich die nochmal. Das sind nämlich 8 Plätze oder so und ich glaube, wir können die alle wegmachen. Na, Gruckli Duckli. So, wo ist der Hafen? Da ist der Hafen. Einmal bitte weiterfahren. Noch gut den Schuss, das ist schön. Dann machen wir das Schiff doch mal startklar und wir reisen nach Torval. Odin lenkt euer Schiff meisterhaft durch die Wogen. Ihr kommt sehr gut voran, Effert und Zwaffen, ihr scheinen euch gewogen zu sein. Und jetzt kommt das Geisterschiff. Nö. Kommt nicht. Okay. Kommt irgendwann. Soll ich eine Stunde lang hin und her reisen irgendwann mal und dann finden wir das schon. Muss nicht jetzt sein. Jetzt muss ich mal schauen, wo müssen wir denn hier hin für diese Quest? Magierakademie. Haus von bla bla bla. Zeughaus, Windmühle, einfaches Haus im Torwall. Alte Zwingfeste. Botschaft. Bei Lunkerreiter. Da werden wir sehr wahrscheinlich hin müssen. Schätze ich jetzt einfach mal. Sind wir genau auf der anderen Seite der Stadt rauszukommen. Toll. Na gut. Eine kleine Wanderung durch die Stadt. Erstmal hier hoch. Bei Nacht durch Torwall. Die haben um die Uhrzeit vielleicht zu. Vielleicht sollten wir mal eine Nacht irgendwo wieder schlafen. Dann gehen wir doch hier in die Taverne und Herberge 7 Winde. Na? Hallihallöchen. Wir hätten erstmal gerne was Leckeres zu essen. Oh, das hat aber gut geschmeckt. Und dann nehmen wir auch gerne eine Suite. Dankeschön. Und aufs Zimmer. Wo wir doch direkt nochmal eine Meditation machen. Zack. Einmal darf Brendel dir nochmal die Wunden heilen. 13 Uhr, naja, immerhin. Und du darfst auch nochmal
Wunden heil machen. Und wir legen uns schlafen. Und zwar für ordentliche 10 Stunden. Ja. Ihr dürft nochmal was essen. Dankeschön. Raus. Da lang. Falsche Richtung. Na, da wird ja sogar ein Pfeil angezeigt auf der Minimap, wie ich gerade sehe. Das ist auf der anderen Seite davon. Der Schuppen wird das sein. Aber wir machen ein Quicksave, nicht, dass wir es jetzt übelst auf die Nuss kriegen. Hallihallöchen. Wechselstation der Bailunka-Reiter. Ihr klopft an die Tür und müsst nicht lange warten. Ein Junge, anscheinend ein Dienstbursche, öffnet und schaut euch erwartungsvoll an. Nachdem ihr kurz von eurem Treffen mit den Bailunka-Reitern berichtet habt, bittet er euch hinein und führt euch geradewegs in die Stube des Stationsleiters. Mein Name ist Lund Britt Gerasson. Oh, die Namen immer bei den Torwallern, ne? Ich bin der Leiter der hiesigen Wechselstation, eröffnet der etwa 50 Winter alte drahtige Mann, der ebenfalls die typische Reiterkluft trägt. Danke, dass ihr euch zu uns begeben habt. Wir können zurzeit wirklich Hilfe gebrauchen. Unsere Botenreiterin Vanadis Voratsdottir sollte im Auftrag der Runa Jasko einen Folianten zur Schule der Hellsicht bringen. Sie hätte schon vor geraumer Zeit wieder zurück in Torval sein müssen. Wir befürchten, dass ihr etwas zugestoßen sein könnte. Anders lässt es sich fast nicht erklären. Es handelt sich schließlich um eine unserer zuverlässigsten Reiterinnen. Leider kann ich von meinen Leuten zurzeit niemanden entbehren. Außerdem wäre es für einen einzelnen Reiter womöglich zu gefährlich. Daher bitte ich euch, Vanadis zu suchen und falls ihr sie findet, sie und den Folianten zurückzubringen. Es soll euer Schaden nicht sein. Was sagt ihr? Was ist das für ein Buch? Selbstverständlich helfen wir. Wir werden das Mädel schon finden. Entschuldigt. Was ist das für ein Buch? Würde ich gerne mal wissen. Das kann ich leider euch nicht sagen. Wir fragen nicht nach bei unseren Auftraggebern. Wir liefern und halten im Mund. Ich bitte euch auch, bei der Schule der Hellsicht diesbezüglich keine Nachforschungen anzustellen. Es würde ein sehr schlechtes Licht auf uns werfen. Ihr versteht? Also helft ihr uns? Na klar, machen wir. Wunderbar, ich bin sicher, dass ihr die Richtigen für diese Aufgabe seid. Ihr solltet mit eurer Nachforschung in Liskor beginnen, okay. Dort muss sie eigentlich durchgekommen sein, wenn sie den üblichen Weg aus Oldport genommen hat. Außerdem wohnt dort, glaube ich, eine Verwandte von ihr. Vielleicht hat sie dort Quartier genommen. Lund begleitet euch zur Tür. Wohl denn, macht euch auf die Suche. Wir setzen all unsere Hoffnung in euch. Viel Erfolg und mögen die Zwölfe euch wohlgesonnen sein. Ja, auch mit dir. Sehr schön. Zack. Zeit für Mr. Vanadis von der Dolola. Die ersten Hinweise im Verwandten in Liskor. Alles klar. Zeig mir doch mal die Weltkarte, wo wir genau Liskor haben. Liskor. Sieht's jemand? Da oben! Ach du Schande! Ja, da müssen wir irgendwann ja sowieso wieder hin. Gehen wir hier durch, machen hier, sind nämlich auch zwei Quests, die wir, glaube ich, erst ab Stufe 4 oder 5 machen konnten. Jetzt sind wir 6, es sollte gehen und wir müssen ja eigentlich hier hoch, weil wir hier auf dem Weg die Hüglicks Höhle finden werden. Wir werden uns das auf nach Rukian machen. Und lassen in Torval unser Schiff. Deshalb würde ich mal nach vorne. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist. Ja, okay. Rasten wir und Kräuter suchen. Na, Moment. Für die Kräutersuche. Ziehen wir das hier an. Da haben wir plus 3 drin. Und einmal sinnvoll wäre es eigentlich ganz viel noch Behinderung und dergleichen abzulegen. Ne? Und wir suchen 3 Stunden.
jede Menge gefunden. Sehr schön. Das finde ich super. Dann schnell verstauen alles. In unserem magischen Kräuterbeutel, der echt genial ist. Es hat keine Nahrung mehr. Du hast noch jede Menge Nahrung. Gib doch mal bitte 2 Stück ab. Dankeschön. Du hast 11 Nahrung. Okay, so viel dazu. Das ist ja reichlich. Du hast keine Nahrung mehr. Du hast noch 5. Dann gib doch mal 2 ab dahin. Und die eine Nahrung geht dahin. Dann hat jetzt wieder jeder... Du hast 12, viel zu viel. Und der ganze Rest hat jeweils 2. Das ist gut. Was sagen die Wasserschläuche? Die scheinen auch in Ordnung zu sein. Ansonsten sollen sie verdursten. Nee. Schlafen gehen. Ja, 7 Stunden sollte doch reichen. Auf in den Kampf. Hat keiner Wache gehalten? Habe ich das nicht eingeteilt? Okay, ihr schlaft noch. Huch, nein, das war falsch. Okay, da sieht man, ich habe den Kampf länger nicht mehr gemacht. Keine Magie einsetzen. Die schlafen noch. Sind doch nur ein paar Läppsche. Sollte doch eigentlich gut gehen. Wir haben gesiegt. Alles klar. Den Kram könnt ihr getrost behalten. Nö, wollen wir nicht. Ja, sind weg. Ja, mach mal eine Rast. Bei ihr habe ich auch nicht gewechselt, ich Idiot. Schlecht. Haha, damit hat die gekämpft. Ach du Schande. Dass sowas beknackt ist. Ciao. Inventar voll. Odin. Nee, das Falsche, den hier nehmen. Wenig Kratzer schlecht. Damit hättest du auch gar nicht kämpfen sollen. Ah, sowas Bescheuertes wieder mal, wenn die jetzt kaputt gegangen wäre. So, die Klinge bitte wieder, die ist unzerstörbar. Da muss ich drauf achten, ne? Dummbatz. Joe, du Dummbatz. Hier ein bisschen Gift zum Drauflegen, vielleicht für den Bosskampf. Irgendjemand verletzt? Auch für den Kampf direkt wieder. Okay, ich muss wohl wirklich jedes Mal eine Wache stellen, damit keiner mehr kommt. Ja, er hat es wieder gut auf die Nuss bekommen, wie immer. Nein. Ja, geh da rein. Brendel, bitte einmal Heilkunde Wunden auf Feyaria. Dankeschön. Dann wollen wir Wache einteilen. Ja. Nein. Anders einteilen? Nein. Die Wache wird trotzdem gemacht, bloß die sind zu doof dazu gewesen, so wie es aussieht. So, jetzt schlafen wir nochmal 4 Stunden. Weiterreisen, endlich. Nein, wir reisen weiter. Machen Gewaltmarsch, wir wollen nach Rukian. Nein, wir wandern die Nacht durch nach Rukian. Nein. Kann man hier schlafen? Haben wir hier was zum Schlafen? Wir haben was, da ist eine Herberge, das ist gut. Da können wir uns viel besser ausruhen und es greift uns keiner an. Hallihallöchen. Hier, wir lassen uns nicht verarschen.
Ah, da hat sich was auf dem Teller bewegt. Ein Einzelzimmer muss reichen. Gehen wir aufs Zimmer und schlafen 8 Stunden. Dankeschön. Raus hier. Du wieder nach vorne. Du nach da. Und einfach auf die Map. Nee, nicht so. So. Zack. Und bitte Richtung Rukian. Wo wir eine weitere Quest hatten. Huch, falscher Teil wieder mal, typisch. In Rukia sollen Reisende verschwinden. Dorfelse Jordgar. Okay, alles klar. Ein Sprachkundiger wieder nach vorne. Die Reihenfolge tun wir auch mal tauschen. Ach so, ich habe gar nicht geguckt. Habt ihr eure Klingen wieder kaputt gemacht? Wenige Kratzer, das ist gut. Und wenige Kratzer, alles in Ordnung. Dann quicksaven wir nochmal. Und rein da. Chojin klopft einige Male an die Tür und tritt einen Schritt zurück. Ein alter, weise aussehender Mann öffnet. Chojin erklärt ihm, warum ihr hier seid. Möge die Herrin Travia euch segnen, Reisende. Ihr seid nun die fünfte Gruppe von Freiwilligen, die uns helfen will. Leider wissen wir nicht, was den vorigen Gruppen widerfahren ist. Sie waren alle ziemlich optimistisch, die Übeltäter finden zu können, sagt er in einem saloppen Tonfall, bevor er euch ins Haus bittet. Ich heiße Jordgar und bin der Dorfälteste hier im Ort. Rukian ist eine kleine und schöne Stadt. Wir alle hier sind der Herrin Travia sehr ergeben und daher glücklich, unsere Gäste so gut wir können bewirten zu dürfen. Bitte bedient euch doch. Gerne befolgt ihr die freundliche Einladung und beginnt euch mit Rindfleisch und schaumigem Bier die Bäuche vollzuschlagen. Brendel rülpst nach dem Essen. Brrr. Sehr zur Irritation der anderen. Aber der alte Mann lächelt nur. Ihr habt den alten Jordgar glücklich gemacht. Das bedeutet, dass ihr mit meinem Wirtum zufrieden wart. Plötzlich straffen sich seine Gesichtszüge und er spricht nun in einen ernsteren Tonfall. Seit einiger Zeit schon verschwinden immer wieder Reisende in Rukia. Euch winkt eine ansehnliche Belohnung, wenn ihr herausfindet, was mit ihnen geschehen ist. Schließlich riskiert ihr möglicherweise euer Leben, um den Namen unserer Stadt wieder reinzuwaschen. Ihr solltet mit euren Ermittlungen im Schlachthaus beginnen. Das ist im Grunde der Ort hier, wo die meisten Leute anzutreffen sind. Noch mehr als in der Taverne. Daraufhin verlasst ihr gut gesättigt sein Haus, möge Travia euch segnen, sagt Jordgar noch, bevor er die Tür schließt. Aha, im Schlachthaus, die wollen uns schlachten, ich sehe schon kommen. Wo ist das Schlachthaus? Schlachthaus da unten. So, gut. Ja, ist ja bisher nichts passiert. Als ihr das Schlachthaus betretet, schlägt euch ein äußerst unangenehmer Geruch entgegen. Eine Mischung aus Tierkot und vergammeltem Fleisch. Hier geht es zu wie in ein Ameisennest. Die Leute sind mit voller Konzentration dabei, die Rinder mit gezielten Hieben ihrer Beile zu zerteilen. Ihr schenkt den Arbeitern wenig Beachtung und lauft ein wenig herum. Ah, die haben Beile, vorsichtig. Ihr entscheidet euch, Erkundigungen bei einem der Arbeiter einzuholen, weiter rumzulaufen, nach etwas Verdächtigen Ausschau zu halten. Kurze Ansprache zu halten? Nee, 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 nee. Ja, quatsch mal einen Arbeiter an. Wie kann ich nochmal machen, dass man die Konsole sieht? Da wird wieder irgendwas erwürfelt. Naja, ist egal. Ihr geht auf einen der Arbeiter zu, der gerade offenbar ein Päuschen eingelegt hat, und fragt, ob er etwas über das Verschwinden mehrerer Reisender in Rukian wisse. Er zuckt nur mit den Schultern und erwidert im barschen Tonfall: Ist nicht meine Angelegenheit. Lasst mich in Ruhe. Oder meine Kumpels und ich sorgen dafür, dass ihr geht. In Stücken. Oh. Chojin klopft den Arbeiter auf die Schulter und erwidert ruhig:
Keine Aufregung, bitte. Hoffentlich ist das jetzt was Erwürfeltes gewesen, weil er so gut in Charisma und dergleichen ist. Keine Aufregung, bitte. Wir untersuchen den Fall im Auftrag des Dorfältesten. Dieser alte, fehlgeleitete Travian-Beter? Ha! Wenn wir nach seinen Regeln leben würden, dann würden wir unser Fleisch mit irgendwelchen wildfremden Leuten teilen, die durch unsere Stadt kommen. Nein, mein Herr. Es ist unser Schweiß, den wir hier vergießen. Und wir werden unser Fleisch nicht teilen, sagt der Arbeiter im schroffen Ton. Der Rest der Unterhaltung dreht sich nur noch um die harten Lebensumstände in dieser heruntergekommenen Stadt, dass zu wenig los ist in der hiesigen Taverne und warum die Hafener Bullen dieses Jahr so schlecht spielen. Als ihr seine Stimme nicht mehr länger ertragen könnt, beschließt ihr ihn seinem Gejammer zu überlassen. Das hat nichts gebracht. Schade. Ja, schauen wir uns mal weiter um. Ihr lauft zwischen den Fleischtischen und schwitzigen Arbeitern herum und erduldet den ganzen Gestank, so gut es geht. Es scheint alles in Ordnung zu sein, außer innigen und hitzeköpfigen Debatten über die letzten Iman-Spiele. Ferjaria nimmt vorsichtig einen tiefen Atemzug durch die Nase und riecht eine kaum merkliche, aber doch andere Note neben dem heftigen Tiergestank. Kurz nickend beschließt ihr, in der Nacht wiederzukommen und der Sache auf den Grund zu gehen. Okay, wir haben ja schon Nacht. Also die muss doch nicht vorne dafür sein, das ist schon mal gut. Ist doch schon Nacht, oder? Ja, nicht ganz. Quick Save. Ja, und was wir hier bei dem Einbruch, was da passieren wird, das zeige ich euch beim nächsten Mal. Bis demnächst. Euer Chuchu.